Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Mods. Ja, der Abwechslung halt halber geschuldet, würde ich sagen, wir machen heute mal wieder was mit Warmcraft. Ja, ist ja auch noch einiges offen, was wir da machen können. Immer noch cool, dieses Spiegel. Wir gucken mal in unser Büchle. Was haben wir denn so schon größtenteils gemacht? Wir haben mit den Sachen eigentlich noch nicht so viel rumgespielt, aber ich habe es dir, glaube ich, erklärt. Damit haben wir noch nichts gemacht. Hungry Chest, das haben wir auch noch nicht genutzt. Das auch nicht, das auch nicht. Ach, ist doch alles sehr. Wir haben noch eine ganze Menge, was wir nicht gemacht haben, wenn ich mir das so anschaue hier. Mit dem Golems haben wir gespielt. Damit noch nicht, damit noch nicht. Eieieiei. Sowas aber auch. Übrigens der Arcane Boar, den ihr da gerade gesehen habt, damit kann ich nicht spielen, weil es massiven Frame-Lag verursacht. Hier sind übrigens die Sachen von Formic Bees. Auch ganz cool. Und es gibt auch ein paar neue Frames und sowas, aber nö. Jetzt gerade mal nicht. Ich möchte mal heute mit einer Sache arbeiten auf der Ebene hier, was wir da haben. Zum einen mit einer Hungry Chest. Das sind 7 Arcane Wood Blocks und eine Trapdoor. Und mit dem Infernal. Oh, verdammt, das tat weh. Infernal Furnace, den wir hier haben, brauchen wir Obsidian, Netherrack, Iron Bars und Lava. Ja, und dann haben wir noch den Arcane Bellow hier. Das ist auch noch eine ganz interessante Sache. Hör auf zu rauschen, Paul. Genau. Fangen wir mit der Hungry Chest an, würde ich sagen. Also Arcane Wood Blocks. Habe ich sowas noch? Nee, aber ich habe ein bisschen was von dem Holz. Also machen wir uns mal ein paar. Zack, ein Stack Arcane Wood Blocks. Wo muss ich das herstellen? Infusion Altar. Okay, gut, ist mir recht. Machen wir eine Trapdoor bestellen. Gehen wir schon mal hin. So. Zap, 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 zap. So, und wo ist die Trapdoor? Da ist die Trapdoor. Wunderbar, wunderbar. Was brauchen wir? Vacuous und Animus. Soul. Ja, wo kriegt man Soul her? Naja, was denkt ihr wohl? Oh, Soul Sand. Und Vacuous kriegen wir aus Chests. Stellen wir uns auch mal acht. Wenn ich mich nicht komplett mistake, ne? So. Gucken wir mal. Haben wir schon? Ah, falsches Ding. Das und das, oder? Soul. Ja, da ist Soul drin. Und Chest. Ja, habe ich doch gesagt. Also, ja, wir haben ja gesagt, wir werfen das hier rein, da müssen wir nicht immer im Ofen rumstehen. So, wie sieht's aus? 8, 8, 8. Ja, komm, bring mal raus das Zeug. Und noch ein paar Chests. 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, das ist fast zu viel, aber vielleicht haben wir Glück. Sind sie schon runtergefallen gekommen? Ah ja, sie liegen schon drin. Das Wasser kocht noch nicht. 32 und 24. Ach, was soll's. Wirst du ja auch irgendwie leer bekommen, hä? Huh? Bin ich zuversichtlich, Kollege. So, damit kriegen wir eine Hungry Chest. Was ist eine Hungry Chest? Werdet ihr euch fragen. Ja, die ist ziemlich cool. Die kann man hier irgendwo hinstellen. Und warum habe ich schon wieder keinen Ton? Ich habe doch gerade eben erst abgespeichert. Und wenn ihr was auf die Hungry Chest drauf werft, mach nochmal. Dann frisst sie es einfach. Sehr coole Sache. Warum hatte ich hier gerade Strömung? Nee, hatte ich nicht. Also, ich weiß gar nicht, muss man sie abbauen? Nö, also einfach ganz normal. Zack, weg damit. Mach mal Regen aus, bitte. Kannst ja noch mal ein paar mehr Charges bestellen und sie in die Truhe schmeißen. Ist ja schlimm hier. Oh, nicht immer so knistern beim An- und Ausmachen des Mikros, ist ja grausam. Na, geht leider nicht anders, bevor ich anders das Mikro erst. Mach's doch softwareseitig einfach. Nein, ich muss No, gucken. no, no. Ja, genau. Infusion Altar. Also, was brauchen wir? Kannst du mir mal einen Lima Armor, genau, einen Eimer Lava aus dem Warehouse holen und dann brauche ich einen Iron Bar und 4x3 ist 12 Nether Bricks und 12 Obsidian. So, Nejabrick, 12 und Opsi.
Gegen ist aus. Auch 12. Dankeschön. Iron Bars. Ja, sind auch schon wieder die Vögelchen. Ist doch viel schöner. Ein Leimer Armor brauche ich noch. So. Können wir mal da rein verstauen. Und wenn wir schon dabei sind, machen wir uns doch gleich mal so ein paar Arcane Bellows. Wie viel kann man davon eigentlich maximal in so einen Ofen dranhängen? Wahrscheinlich drei, Zwei, ja? glaube Hä? ich. Ja, zwei oder drei, meine ich. Herr Sean Sim, interesting resource infusion air not only starts the flame increasing its smelting speed, seem to burn much purer. Ja, genau, das brauchen wir. Bonus Nuggets. Irgendwas ist da draußen gerade in die Luft geflogen. Nein. Kommt Ihnen so vor? Okay, also dazu brauchen wir Arcane Woodblocks, Leder, Airshard, Eisen. Machen wir uns mal 6 Stück. Leder, Air, Iron. Hör auf. Machst mich kirrebupp. So, gucken wir mal. Wie war das? R in der Mitte, Leder hinten, vorne Eisen, oben und unten Arcane Woodblocks. Genau, jetzt brauchen wir noch Aura. Aura! Was nehmen wir denn da? Was nehmen wir denn da? Jo, bis später. User disconnected from your channel. Feathers. Nehmen wir mal Feathers. Stellen wir uns mal ein Stack Feathers. Wie viele brauche ich denn? 24 für einen. Ja, da brauche ich schon ein paar Federn. Durchaus. So, warte mal, wie sieht es da mit den Dingern drauf aus? Sonst habe ich wieder so 2-2-2. Das heißt, ich kann maximal 8 auf einmal reinschmeißen. Oder? Ja. Das ist ja blöd. Naja, was soll's. Sonst, ja, sind zu viele Aspekte drauf. Naja, was soll's. Bin ich schon genug für einen? Nö, noch nicht. Kollege, beeil dich mal ein bisschen hier mit dem Aura loswerden. Das reicht aber schon wieder vom Platz her. So, nochmal 8. Vielleicht sollte ich mir noch einen zweiten kleinen von denen machen. Oder ich sollte die Speedy machen. Ich glaube, wenn ich die schnell machen würde, wäre es wahrscheinlich auch. Aber die sind schon Speedy, gell? Die haben gelbe Beinchen. Gelbe Beinchen habt ihr, Kollegen. Ja, du bist ein Feiner. Ja. Vielleicht soll ich dir noch Bowties verpassen. Bowties sind ja auch nochmal Geschwindigkeitsboost. Haben wir noch ein bisschen Monstrositätskram haben wir noch. Da auch noch. Wie sieht's denn hier drin aus? Na, wir bald mal wieder ein paar Glass Vials machen. Aber momentan noch nicht. Komm, Kollege. Mach leer das Zeug. Leer, leer, leer. Leer. Ah, dann kann ich den Crucible auch wieder leer machen. So ist schön. Kannst du mich wieder loslatschen und den Rest holen. Jetzt müssen wir aber langsam mal genug haben, zumindest mal für einen, hä? Ein Arcane Bellows, zwei Arcane Bellows. Das kann noch ein bisschen dauern, bis wir hier das Aura-Zeug zusammen haben. Ich weiß nicht mal, ob ich so viel überhaupt dran anbringen kann, aber. Ist doch nicht wichtig. Oder? Was meint ihr? Ich finde es nicht wichtig. Hauptsache es ist drin. Das ist das Einzige, was zählt. Wo bist du jetzt? Oh, immer noch fleißig unterwegs. Also, was wir danach auf jeden Fall genug haben, ist Bestia und das komische Windzeichen hier, das da. Oder? Die sehen sich ziemlich ähnlich. Fast umgedreht einfach nur. So. Haben wir noch einen? Einer geht noch. Orna geht noch, Orna geht noch, nein. Orna geht noch, Orna geht noch, nein. Du bist nicht der Schnellste. Scheint dich wohl ganz schön zu verwirren, hier so viele leere Gläser noch zu haben. Aber so langsam füllt sich die Ansammlung hier mit den Aspekten. Schon schick so. Doch, dann muss ich vielleicht sogar mal ein bisschen erweitern.
Oder mal ein paar Aspekte in Vials auslagern, von denen ich vielleicht einfach zu viel habe. Ich glaube, hier von dem Zeug habe ich zum Beispiel ziemlich viel. Da und da. Und Baumzeug haben wir auch nicht gerade wenig. Was ist denn jetzt los? Jetzt hängst du fest, oder was? Södele. Zweimal noch, dann haben wir es. So, noch einen. Weil es dann wahrscheinlich immer noch nicht reicht vom Dings. Wir können ja mal hier die Arcane Wood Blöcke schon mal wegsortieren. Und so, und so, und so. So. Wie schaut's? Ah, schon wieder fast leer. Gut, nehmen wir. Und dann nochmal der letzte Set Federn. Lassen wir ein paar Federn, hä? So. Einer geht noch. Komm. Mach sie leer, bring sie weg und wir sind alle zufrieden. Komm, Bubi, nimm noch einmal raus. Was hängst denn du da eigentlich immer in der Ecke fest? So schlimm ist es doch gar nicht hier. Okay. So. Vielleicht reicht's. Ach, jetzt haben wir auch keinen Modus mehr, hä? Okay. Machen wir nochmal ein paar Feathers. 8 Stück. Und für Modus holen wir uns. Airshots wären da fast besser, ne? Und da hätte ich wahrscheinlich alles beides gleich zusammen. Ne, während eben die Airshots kommen, können wir die Feder noch schnell reinschmeißen. Keep 'em coming, Baby! Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte den Crucible weiter nach vorne setzen. Oder diese Ecke da wegmachen. Die scheint dir nicht so gut zu gefallen. Die behindert dich wohl in deiner Lauffähigkeit. Das ist ja blöd. Komm, mach irgendwas leer. Dankeschön. So, gucken wir mal die Airshards. Was haben die denn so Aspekte drauf? Aha. Naja, gut, von mir aus. Neu damit. Neu, neu, neu. Sind die Dinger leer, um den Überschuss abzufangen? Nee, nicht ganz. Jetzt kann ich mir auf jeden Fall den letzten machen, aber wir sehen, dass die Partikel teilweise noch vom Crucible kommen. Deswegen erstmal warten, bis das leer ist, sonst kann er den Überschuss nicht auflösen, ne? Ach komm, Kollege, nur noch einmal hier Bestia rausholen, oder was das ist. Das mit dem Wolfskopf, der uns ja hier musikalisch schön untermalend begleitet. So, dann machen wir den jetzt leer und holen uns den letzten Arcane Beller. Wunderbar. Dann machen wir uns mal auf den Weg dahin, wo wir das Ding aufbauen wollen. Und zwar machen wir das. Warte mal. Machen wir das in. Gehen wir in die Bibliothek und dann gehen wir in die Lehre. Jo. Da haben wir nämlich hier unsere Grundversorgung für das, was ich damit gerne machen möchte. Sollte ich vielleicht ein paar Warded Stones noch aufstellen und den hier irgendwie an die Ecke hängen oder so. Wobei ich will ja eigentlich gar nicht so nah zu diesem Wither-Ding dahin. Es tendiert ja doch immer mal wieder in die Luft zu fliegen, ne? Vielleicht machen wir es. Gucken wir mal, wo wir hier überall Chunk geloadet sind. Da wäre eine Möglichkeit. Warum ist der Chunk eigentlich überhaupt geladen? Hier hinten wäre noch eine Möglichkeit. Da so nebendran so einen kleinen Bubili. Ich glaube, das machen wir. Das machen wir. Mal noch ein paar Warded Stones holen. Und da ein bisschen was ausbauen. Bibliotheca. Und nach Haus. Paar schwarze Warded Stones werde ich ja wohl noch in der Truhe rumliegen haben, oder? Obsidian Totems. Warded Stone Block Gray. Black. 10 Stück nur. Nehmen wir noch ein paar Grey mit und ein paar Light Grey habe ich nicht mehr. Hm? Erstmal wieder welche machen müssen. Nein, die Bibliotheksbuch ist da drin. Dass ich das auch immer vergesse. Was ich das auch immer vergesse. Nee, doch. Third College. Ja. Gravy Suit aus. Schön. Aber eigentlich sollte ich nochmal nach was anderem schauen. Was haben wir denn hier? Moderator. Dann wäre es ja vielleicht doch besser, das hier drüben irgendwo zu machen.
Dann machen wir es doch einfach hier drüben irgendwo. Vielleicht noch mal ein bisschen normalen Stein bestellen. Mal irgendwann hier austauschen, das Zeug. Aber nicht jetzt. Ich hab jetzt keine Lust drauf. So. Gravity-Suit an. Zum, tadum, tadum. Hier ist die Mitte. Bisschen weg. Dann orientieren wir dich doch. So. Und. Sörle. Und. Ja, dann machen wir mal hier so ein bisschen plattförmige. Förmige machen wir. Förmige. So. So. Erstaunlich, wie viele Blöcke man beim Bauen immer so verbraucht, ne? So, 5 mal 5 etwa. Kommt das hin? Ne, nicht ganz. Keine Ahnung, was ich da getrieben habe. So, 7, also hier kommen 7, so. Ah, 7 mal 7, naja, das ist auch okay. Damit kann ich gerade so leben. Also, brauchen wir das, das, das. So, und dann gucken wir mal noch ins Büchle rein. Wie ging das nochmal? Also, unten Obsidian-Kreuz. Mitte haben wir hier, oder? So. So. Dann Nether. Oder? Hab ich jetzt falsch gelegt? Nether, Nether, Nether. Doch, Nether übereinander. Bis ganz nach oben. So, dann. Empty Space, okay. Obsidian an den Seiten. So. Und dann noch eins hier hin. Dann brauchen wir unseren Iron Bar, das kommt nach da vorne. Und jetzt ein bisschen Lava reinleeren in die Mitte. So. Okay, sieht ja cool aus. Jetzt gehen wir mit einem Wand her, machen Rechtsklick drauf und BADAM! Haben wir einen Infernal Furnace. Furnace. Ja, wie funktioniert das Ganze jetzt? Zum einen sieht er ziemlich cool aus, finde ich. Mit diesem Grinsegesicht hier vorne. Ja, wie funktioniert der? Man kann ganz normal Erze drin schmelzen und kriegt dann teilweise auch Nuggets raus. Das Schöne oder Lustige ist aber, man kann auch Tiere drin schmelzen. Wir bestellen uns einfach mal ein bisschen Raw Beef, ein paar Raw Chickens und Pork Chops. Wo seid ihr? Porky Chopsy, ja. Wo ist er? Bork. Da ist er, Bork. Und wir sehen direkt, wie unsere Spawner im Hintergrund angehen, die natürlich jetzt gerne wieder das nachfüllen wollen, was wir gerade aufgebraucht haben. Interessanterweise mit Raw Chicken nicht so sehr. Scheint immer noch voll zu sein, die Truhe. Hm? Ja gut. Habt ihr übrigens gerade gesehen, dass sich mein Enderback nicht geändert hat, als ich drauf geklickt habe? Ja, eine der geilsten Neuerungen der neuesten Ender Chest Version. Ihr müsst einen Shift-Rechtsklick machen, damit der Enderback das annimmt. Sehr praktisch. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Und zwar müsst ihr das Ding befüllen, indem ihr hier oben was reinwerft. So, wir haben da jetzt mal gerade ein Stückchen Fleisch reingeschmissen und was kriegen wir raus? Wir kriegen Steaks und Beef Nuggets. Coole Sache, oder? Ja, würde ich auch sagen. Und wir erinnern uns dran, er hat irgendwas erzählt von wegen, dass wir mehr Nuggets bekommen, wenn wir diese Arcane Bellows da dran machen. Also würde ich mal sagen, da zögern wir nicht lange. Eigentlich wollte ich dich da nicht haben. Naja, ist ja auch egal. Allerdings machen wir erstmal noch was ganz anderes. Und zwar, wir haben ja jetzt extra, ihr habt gesehen, die Sachen fallen einfach auf den Boden. Und das Schöne ist, wenn wir jetzt hier eine Hungry Chest hinstellen, habt ihr gesehen, die frisst Sachen, die wir so auf den Boden werfen. Dann schmeißen wir mal ein Hühnchen rein und einen Raw Pork Chop. Ihr könnt mehrere Sachen auf einmal reinschmeißen. Ist überhaupt gar kein Problem. Dann seht ihr, zack, die Hungry Chest futtert das brav alles auf, was da so rausgeschmissen wird. Schön. So, jetzt bringen wir mal unsere Arcane Bellows an. Die haben wir ja nicht umsonst produziert. Ah, ich würde sagen, du gehörst hierhin, hä? Ja, super. Okay, also man kann sie offensichtlich nur in diesen Löchern anbringen, was in dem Fall uns aber immerhin drei gibt. Und wir erinnern uns daran, was die Beschreibung gesagt hat. Erhöht die Geschwindigkeit und die Chance auf Nuggets. Also schmeißen wir mal ein bisschen was rein. So ganze Stacks von Items.
Und guck mal, wie es jetzt abgeht. Wir sehen, das funktioniert schon um einiges schneller. Zu beachten ist übrigens, dass wir aber allerdings auch Aura verlieren, beziehungsweise Flux generieren. Jetzt nicht mehr so viel, da wir jetzt relativ rein das Ganze verbrennen. Vorhin noch ein bisschen mehr. Und wir natürlich 100 Flux Aura verbraucht haben, um das Ding und das herzustellen. Was kriegen wir? Wir kriegen Beef Nuggets, Cooked Chicken und Cooked Pork Chops. Wir kriegen vor allem gerade erst nur Beef und Beef Nuggets, da wir ja, da wir das als erstes reingeschmissen haben, können die Hungry Chests natürlich auch selbst befüttern. Ja, man sollte auch treffen. Und was kann man mit diesen Beef Nuggets machen, werdet ihr euch fragen. Na, zum einen kann man sie essen. Nom nom nom, wenn ich denn dann mal irgendwie keinen Hunger voll hätte. Ah ja, jetzt habe ich ein bisschen Hunger verloren, das ist schön. Ich glaube, ich kann sie einfach essen. Nom nom nom, geben nicht sonderlich viel her. Was allerdings viel cooler ist, ihr seht, wir bräuchten hier vielleicht noch ein Brain in the Jar, da das auch ein bisschen produziert hier. Wir kriegen auch, wie ihr sehen könnt, wesentlich mehr Beef Nuggets als Steaks im Endeffekt. Und das gleiche gilt jetzt auch für Pork Nuggets, für Pork Chops und für Chicken wird das gleiche jetzt auch gelten. Gleich, sobald sich das hier, wie gesagt, hat, ein bisschen ausgekaspert hat. Ja. Aber wir wären nicht wir, wenn wir das nicht ganz ein bisschen automatisieren wollen würden. Denn ich überlege gerade, ob wir alle unsere Sachen gleich umwandeln lassen. Nee, ich glaube nicht. Das halte ich für keine allzu gute Idee. Aber was wir machen werden, ist, wir werden immer einen Grundvorrat an Items vorrätig halten. Und zwar, wir sehen, wir kriegen auf jeden Fall 1 zu 1 Porkchops und Steaks und so raus, wie wir oben reingeschmissen haben. Und naja, die einfachste Art, wenn man nicht jedes Mal hochklettern will, um was reinzuschmeißen, ist natürlich ein Relay. Wir erinnern uns dran. Oder ein Magic Mirror. Das könnten wir eigentlich auch machen, aber ein Magic Mirror kann ich, glaube ich, auch nicht an Pipes anschließen. Das heißt, ich müsste dann so oder so einen Relay irgendwie anbinden. Deswegen nehmen wir jetzt erstmal ein Relay, um die Sachen da oben einfach absondern zu können. Wobei ich ja schon ehrlich sagen würde, dass ich es schon cool fände, wenn ich da oben noch einen Spiegel hängen hätte. Ja, ich glaube, das machen wir doch. Wir nehmen mal hier ein bisschen Warded Blackstone. Und die zwei Cobblestone, die wir haben. Und ihr könnt, wie gesagt, alles Mögliche da drin brennen, auch Stein und so. So, machen wir hier den Warded Blackstone hin. Und dann können wir nämlich von unten da einen Spiegel dranhängen und dann müssen wir den irgendwie noch. Ah, ich muss auf jeden Fall hier noch ein Ding. Ja, auf jeden Fall, wir sind ja, fast fertig, zumindest. Noch nicht ganz. Ihr seht, das braucht halt auch seine Zeit. Er kocht immer nur ein Item, aber dafür doch relativ fix. Und ihr könnt ihn, wie gesagt, auch benutzen, um Eisen oder dergleichen zu schmelzen. Keine Energie verbrauchen. Ein bisschen Aura natürlich, aber die erholt sich ja irgendwann auch wieder. So, was sehen wir jetzt? Wir sehen hier diese ganzen Nuggets. Und das ist nämlich das Coole an der ganzen Sache. Denn diese Nuggets lassen sich, wenn wir drei davon nehmen, Beef Chicken Pork Nuggets, können wir daraus Zucker mit Zucker verbinden und kriegen einen Triple Meat Stack. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen am Überlegen, wie ich das mache, ob ich ganze Triple Meat Stacks vorrätig halte oder ob ich nur die einzelnen Nuggets vorrätig halte und es dann als Crafting reinschmeiße. Ich glaube, ich mache das mit Crafting und halte die einzelnen Stacks vorrätig. Das kommt mir fast sinnvoller. Zucker in einem normalen Crafting Table. Ja, Zucker ist ja kein Problem. Ich hoffe mal, haben wir schon in unserem System als Crafting drin. Nee, noch nicht. Na ja, gut, dann brauche ich auch noch mal ein bisschen Sugarcane. Ich glaube, eins reicht, oder? Wie war das mit Zucker? Ach Gott. Vanilla Minecraft, ich sag's euch. Nicht meine Welt. Ja, ein Sugarcane, genau. Gehen wir mal zum Crafting-System rüber. Holen uns die Sachen aus der Tasche, die wir da noch haben. So, hier hoch. Hey, ich bin im Gravity Suit an. Dankeschön. Ach, das ist so ein Rotz, dass der sich das nicht merkt, wenn er Dimensionen wechselt. So, den Wand brauchen wir eigentlich nicht mehr. Bringe ich auch gleich wieder alles zurück.
Also, zack, zack, zack. Chicken, Beef und das Ding und Zucker gibt Triple Meat Stack. Und dann noch schnell Zucker beibringen in der hinterletzten Ecke. Aber naja, gut, so ist es halt. Importieren. Zuckergras gibt Zucker. So, dann, was denn, dann fragt ihr euch jetzt bestimmt, ja, was ist denn daran so toll? Ja, das zeige ich euch gleich. Jetzt lasst mich erstmal Sachen loswerden, die ich jetzt nicht mehr so brauche. Das hier zum Beispiel. Borderstone können wir auch mal loswerden. Ich sollte meine Truhe sowieso allgemeiner sharen, glaube ich. Okay, gehen wir mal zurück. In die Leere. Bibliothek, Bienen, Crafting. Ah ne, hier sind wir genau. Achso, ja genau, Relay haben wir auch gesagt, lassen wir weg. Wir holen uns mal raus, was hier drin ist. Praktisch wäre es natürlich, hier eine Ender-Chest zu haben, aber. Nee, muss nicht sein. Wir können. Ich glaube, da unten habe ich eine. Wenn ich mich nicht täusche, müsste hier unten eine Ender-Chest stehen. Na gut, das ist meine. Die muss ich mal umfärmen. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, das über mein System zu routen. Mittlerweile. Bestellen wir uns doch gleich mal noch einen weißen Tropfen. A Drop. A White Drop. A Bleach Drop. Färben wir das in weiß, was weiß. Und es macht eindeutig mehr Sinn, als das erst zu mir zu routen, wo es dann sowieso in das Warenlager übergeht. Außerdem sollte dann massiver Backlog entstehen, da bei mir das nicht mehr geladen ist eigentlich. Das ist ja komisch. Naja. Okay. Also coole Sachen. Gilt jetzt nur hier mal noch ein bisschen umzubauen. Ja, ihr seht, die Aura erholt sich langsam, aber sicher auch wieder. Ich überlege gerade, wie ich das mit der Hungry Chest mache. Aber nein, da wird mir schon was einfallen. Okay, jetzt können wir uns erstmal was von diesem Triple Meat Zeug bestellen. Triple Meat Treat. Bestellen wir uns doch gleich mal 32. Wieso nicht? Falscher Knopf. Darauf wollte ich klicken. So, kommt zu Baba. Denn dieses Triple Meat hat eine sehr coole Eigenschaft. Wir laufen noch mal ein bisschen hin und her. Und wir wollen noch ein bisschen Hunger bekommen, bevor wir essen, ne? Schön Sport machen vorm Essen. Das wusste ich auch noch nicht. Also normal rennen. Man kann sprinten beim Suit anhaben. Das ist ja ausgesprochen interessant. Ah! Da wollte ich nicht runter. So kriegt man doch ziemlich schnell Hunger. So, machen wir mal noch ein bisschen mehr leer. User entered your channel. Hi, Servus. Nur. Ich demonstriere gerade die Mächtigkeit von Triple Meat. Das mit den Regenerationsteil. Kommt gleich. Nicht hier alles vorwegnehmen. Also ihr seht, ich habe fast keine leere Hungerleiste. Jetzt nehme ich mal diese Triple Meat Treats. Das muss lecker sein. Esst davon mal ein. Dann seht ihr, die Hungerleiste füllt sich relativ ordentlich. Aber viel interessanter ist dieser Effekt, der damit einhergeht. Und zwar, wenn ich die jetzt esse, bekomme ich Regeneration. Eigentlich? Was ist los? Warum kriege ich es nicht? Hallo? Dafür braucht Gerade man doch eben. eine volle Hungerleiste, oder nicht? Nee. Gerade eben, als ich gegessen habe, war es da. Jetzt ist es wieder da. Regeneration. Das heißt, ihr regeneriert Lebenspunkte. Und das Coole ist, ihr könnt Triple Meats eben auch essen, wenn ihr schon voll seid, um diesen Regenerationseffekt eben zu bekommen. Sehr praktisch. Sehr, sehr schicke Sachen. Ja. Leckeres Essen. Naja, bei so viel Fett und Zucker ist es ja auch kein Wunder. Jojo. Jetzt müssen wir uns nur mal ein bisschen überlegen, wie wir das machen. Wenn wir sagen, Items in Inventory und dann hergehen und überprüfen, ob wir genug Nuggets haben. Und wenn nicht. Das Problem ist, dass das Verhältnis nicht fest ist. Also ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, hör, schmeiß ein Ding da rein und du kriegst ein Nugget oder zwei Nuggets oder so, sondern das ist sehr unterschiedlich und deswegen muss ich mir da ein bisschen ein anderes System einfallen lassen.
um das zu triggern, aber jetzt hätte ich eigentlich ganz gerne erstmal diesen Spiegel, um die von oben zu befüllen. Und dazu müssen wir wieder nach Hause und uns dort einen Spiegel basteln. Da ich aber so nett bin und ihr das Ganze schon kennt, ihr habt es ja schon mal gesehen, mache ich das mal schnell außerhalb. Der Server ist gerade kurz nicht da, da wollte ich mal darauf hinweisen, wir sind mittlerweile bei 99 Mods angekommen. Yeah! Bald die 100. So, da wir die letzte Folge schon so etwas länger gemacht haben, machen wir die jetzige etwas kürzer. Ihr seht, ich habe ein bisschen umgebaut hier mit Wardenstone und sowas. Und ja, ich würde mal sagen, wir gehen mal unseren Spiegel platzieren. Hier. Und dann linken wir den. Und dann platzieren wir den hier. So. Und jetzt haben wir dann einen schönen gelinkten Spiegel, in den wir Sachen reinschmeißen können. Ich habe den jetzt mal da hinten hingemacht, weil wir das, wie gesagt, ein bisschen automatisieren werden, das Ganze. Und hier vorne die Truhe. Sonst müsste ich das Ding drehen und so, und das ist mir irgendwie nicht wert. Dementsprechend lassen wir das jetzt so. Wir kümmern uns, wie gesagt, dann vielleicht in einer der nächsten Folgen mal darum. Vielleicht soll ich das hier mal zumachen. Das sieht blöd aus. Wie wir das Ding ein bisschen automatisieren, sodass wir immer genug Nuggets auf Vorrat haben. Und allgemein würde ich sagen, wäre es mal interessant, ein paar Thorncraft-Sachen zu automatisieren. Das wäre doch vielleicht nicht schlecht, automatisch Aspekte zu bekommen auf Bestellung. Oder vielleicht auch einfach automatisch ein paar Sachen herstellen kann. Das ist meiner Meinung nach alles ganz eine recht schicke Sache. Dementsprechend verabschiede ich mich für heute von euch und wünsche euch wie immer viel Spaß. Bis dahin. Tschüss.